zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing von der Pink Box Juni 2020. Ich bin mega gespannt, was da drin ist und wenn ihr es auch seid und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So ihr Lieben, kurz mal ein paar kleine Fakten zu der Box. Sie kostet 14,95 € im flexiblen Abo. Mit dem Code FRANKA5 könnt ihr 5 Euro auf eure erste Box sparen und dann bekommt ihr sie quasi für unter 10 Euro. Der Wert ist immer über 40. Ich werde euch wie immer die Preise und alles einblenden, euch meine Meinung zu den Produkten sagen. Und am Ende des Videos sage ich euch auch noch was zur Verlosung. Die gilt natürlich nur für meine Abonnenten. Das heißt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne schon mal meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr benachrichtigt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich packe sie jetzt aus. Bevor ich es vergesse, hier ist noch die Geo drin gewesen. Geo-Saison unterwegs in der Welt. Etwas über die Wanderslust. Richtig klasse. Mal ein ganz neues Magazin. Und die alleine kostet schon 7 Euro. Und da könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen, finde ich sehr, sehr schön. So, und jetzt geht's los mit dem Unbox. Wenn man den Deckel öffnet, sieht das Ganze erstmal so aus. Das ist immer super süß verpackt. Also, das Thema in der Box ist diesmal Ready for Holiday. Auch wenn man quasi eventuell die Holidays, den Urlaub auf Balkonien verbringen muss. Warm wird's auf jeden Fall, auch in Deutschland. Und vielleicht sind da ja ein paar coole Sachen drin, die uns dabei irgendwie unterstützen, helfen. Und ich sehe schon das erste Sonnenschutz. Nehme ich jetzt mal an. Ja, von Weleda, die Edelweiß Sonnenmilch. Das ist eine mineralische Sonnenschutzcreme, was ich sehr, sehr gut finde. Ich nutze fürs Gesicht auch nur mineralische. Und ich teste mich aber gerade auch so ein bisschen durch, ne? Also das muss man einfach mal für sich selber rausfinden, was man gut verträgt. Die ist auf jeden Fall extra wasserfest. Das einzige Problem mit den mineralischen ist, sie weißeln. Das liegt in der Natur der Sache, weil da ist dann Zinkoxid drin. Und das hinterlässt einfach alles so einen weißen Film. Oder noch so ein anderer, sage ich mal, Filter, der dafür verantwortlich ist. Ne? Titaniumoxid, genau. Und das reflektiert einfach so das Licht. Und deswegen habt ihr quasi einen physikalischen Schutz. Das ist super für die Korallen, damit die nicht kaputt gehen. Deswegen gerade im Meer, wo ihr viele Korallen habt und bunte Fische, ist besonders wichtig, dass man eigentlich einen mineralischen Schutz nimmt, damit man auch das nicht zerstört. Ne? Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ich werde es einfach nochmal austesten. Wie gesagt, für den Körper. Ich hatte das irgendwann mal in der Box. Es ist allerdings schon so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, wie das ist. Und jetzt für den Sommer braucht man das. Finde ich eine sehr gute Sache. Lichtschutzfaktor 30 übrigens. Auch gut. So, dann sehe ich etwas hier. Einen Pinsel. Der sieht richtig schön fluffig aus. Ein Puder-Bronzer-Pinsel von Parsa. Oh, von Parsa gibt es doch auch diese super Bürsten. Das finde ich gut. Ich packe ihn einfach mal aus, damit ihr ihn euch mal richtig anschauen könnt. So, so schaut der Pinsel aus. Ausgepackt. Sehr schön, sehr weich auch. Ja, das ist nicht schlecht. Für einen Synthetikpinsel auf jeden Fall in Ordnung. Und damit kann man sich halt super gut großzügig Bronzer verteilen. Ich glaube, ich habe den noch einmal hinzu. Der ist bei mir sowieso in der Verlosungskiste. Deswegen freue ich mich. Da werde ich den vielleicht mal bei mir jemanden in der Familie weitergeben. Oder auch selbst benutzen. Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Form. Und da kann man ein super gut Produkt auftragen und auch ausblenden. Also gefällt mir schon mal sehr gut. So, dann haben wir von Yves Rocher, könnte das sein. Ja, genau. Eine Absorbing Mask Oily Roots. Oh, das ist super. Ein Pre-Shampoo. Okay, absorbierende Maske. Fettige Kopfhaut. Einwirken lassen und ausspülen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, direkt mal morgen. Ich habe mir gestern die Haare gewaschen, da es aber so warm ist, habe ich heute den Eindruck, ich habe mir auch Locken gemacht gestern, dass die irgendwie überhaupt nicht gehalten haben, wenn man so schwitzt, ne? Und wenn es so Luftfeuchtigkeit ist, so hoch, eine Katastrophe. Deswegen, das werde ich gerne ausprobieren, das finde ich ja mal richtig gut. Vor dem Shampoonieren sich einfach schon mal das Fett von der Kopfhaut runtersaugen zu lassen. Und dann kann man hinterher auch ein pflegendes Shampoo nehmen. Weil ich habe immer das Problem, wenn das Shampoo zu sehr für fettiges Haar ist, dann ist es mir nicht reichhaltig genug in den Spitzen. Ich will aber auch den Fettglanz, also ich will auch diesen Ansatz einfach mal richtig abgespült haben, gereinigt haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, aber darüber freue ich mich extrem, muss ich sagen. Das hatte ich auch noch nie drin. So, dann haben wir hier ein Glow-Konzentrat von Isana Beauty Glamour. Jeder Hauttyp 5x 2 Milliliter Ampullen. Das ist total genial. Ich kriege jetzt Besuch von meiner Mama. Da
Da wird die sich voll freuen. Da werde ich das mit ihr direkt mal zusammen ausprobieren. Da haben wir eine Menge Ampullen drin. Die liebt Ampullen. Und danach soll man halt seine Tages- oder Nachtpflege auftragen. Dann hat man einfach so einen Beauty-Shot. Ne? Super. So, dann haben wir ein paar Organic Vegan Cookie Cat Cookies hier. Das ist auch schön, so für unterwegs zu mitnehmen. Werde ich jetzt mal nicht aufmachen, weil ich werde mir das tatsächlich mal zu einer Radtour mitnehmen. Sowas mag ich nämlich total gerne. In der Richtung Wildberry mit Cashew und Oat. Das ist ein Cashew und Oat Cookie. Ich hatte aber davon schon mal was und ich fand die ziemlich gut. So, und das letzte Produkt ist von Teas. Ein Lipstick mit Lichtschutzfaktor 10. Auch nicht schlecht. In der Farbe Crisp Nude. Also einen Lippenstift hatte ich von denen noch nicht. Packaging ist ja richtig süß. Ich hatte von denen schon Puder, den ich gut fand. Oh, der sieht gut aus. Schaut mal. Ich glaube, den werde ich mir direkt mal auftragen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich glaube, da sind Schimmerpartikel drin. Oh, das ist ja voll schön. Und noch Lichtschutzfaktor 10, der ist total geschmeidig und cremig. Ich zeige euch das mal geswatcht hier. Ja, der hat richtige Schimmerpartikel, aber voll schön. Super, also das ist richtig was für den Sommer. Und vor allen Dingen, man hat dann eine Nude-Lippe, die aber geschmeidig ist, nicht matt ist, Lichtschutzfaktor hat. Das finde ich ziemlich gut. Also gefällt mir, hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil häufig sind ja so rote oder orangene Lippenstifte drin, die ich meistens nicht tragen kann. Aber ich finde diese Box diesmal richtig gut gelungen. Auf der einen Seite, ich fasse das nochmal kurz zusammen, haben wir diese Ampullen. Dann haben wir diesen super grandiosen Bronzerpinsel, der wirklich schön in der Hand liegt, sehr schön ausschaut und mit dem ihr super Produkt verteilen könnt. Für den Sommer ideal. Perfekt. Dann den Lippenstift, wie gesagt, den Cookie zum Ausprobieren, die Sonnenmilch, die wir jetzt alle gut gebrauchen können. Und am allercoolsten finde ich dieses Pre-Shampoo von Yves Rocher. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass es gut wirkt. Ich könnte ja hieran auch nochmal riechen, ob das irgendwie... Ja, das riecht ganz frisch. Oh, cool. Ey, das gefällt mir. Ich freue mich schon richtig drauf, das auszuprobieren. Ich habe so ein Produkt noch nie gesehen. Insofern bin ich total hin und weg. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, ihr Süßen, mir hat die Box sehr gut gefallen. Ich blende euch einfach mal hier den Gesamtwert ein. Ich nehme mal an, dass der gar nicht so schlecht ist, denn der Sonnenschutz ist relativ teuer und auch der Pinsel. Also ich glaube, so auf 40, 50 Euro kommen wir bestimmt. Meistens sind es um die 40 Euro bei der Pinkbox und ich sehe gerade bei Teas der Lippenstift. Ich hoffe, ich habe euch da nicht zu viel versprochen. Den gibt es wirklich in unterschiedlichen Farben und ihr könnt da theoretisch auch unterschiedliche Farben drin haben. Seid nicht traurig, wenn es eine Farbe ist, die euch vielleicht nicht so gefällt. Wobei ich sagen muss, die Farben sind alle sehr tragbar. Ja, es ist eine reichhaltige Formel, die Feuchtigkeit spendet mit Vitamin E. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das ist jetzt tatsächlich auch die hellste Farbe. Ein etwas dunklerer Ton wäre auch nicht schlecht, aber ich kann das auch gut kombinieren. Gefällt mir gut. Genau, die Sonnenmilch kostet allein 20 Euro. Krass. Und der Pinsel 6,50, das geht, das ist ein angenehmer Preis. Okay, ihr Süßen, wenn ihr jetzt eine gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen netten Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Pinkbox und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich lose ungefähr in 14 Tagen aus und benachrichtige den Gewinner in einem Kommentar unter seinem Post quasi. Und ja, dann braucht ihr mir nur eure Adresse mitteilen, die leite ich weiter und dann bekommt ihr diese Pinkbox. Wie gesagt, es kann von den Farben her abweichen, da nicht traurig sein, aber ansonsten müssten die Produkte recht ähnlich sein. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr andere Produkte in eurer Box hattet. Und wenn ihr sie euch bestellen wollt, schaut einfach in die Infobox mit dem Code FRANKA5. Spart ihr 5 Euro auf die erste Box und dann könnt ihr sie quasi für unter 10 Euro bekommen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Mir hat es gut gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier könnt ihr abonnieren. Hier gibt es 2 meiner letzten Videos. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.